Was machst du hier? Bist du noch Eindringling? Bei einer Weile war dieser blöd aussehende Wolf, ansonsten war da nichts Ungewöhnliches. Wir haben alles unter Kontrolle. Ja, genau so siehst du auch aus. Wir haben alles unter Kontrolle. Geh zurück auf deinen Posten sofort. Posten, welcher Posten? Die Opferungszeremonie für den großen Orochi findet heute statt. Alle sind sehr beschäftigt, es ist keine Zeit rumzuhalten. Oh, doch. Was wartest du noch? Geh und hilf den anderen. Okay, schon dabei. Mondhöhle. Da ist ein Schloss. Bläh. Aha. Das ist... Ja, hier ist überall Eis, aber ich kann halt nichts machen. Oh, jetzt komm. Was zum? Aua, 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 ganz schön heiß. Hey, Süßer, ja, du, hol mir hier raus. Bevor ich ganz durch bin. Aua, 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 aua. Puh, das war ganz schön knapp, Schätzchen. Auch übrigens, ich bin der fabelhafte Chefkoch dieser Küche. Kein Grund für Formalitäten. Du kannst mich einfach Ajimi nennen. Chefkoch Ajimi. Wir haben mit zwei liebender Inbrunst gekocht, die ich gar nicht bemerkt habe, dass ich mich beinahe selbst koche. Liebender Inbrunst? Eine Farbe auf der Maske, du hast, Schätzchen? Sag, wird es dir vielleicht gefallen, mein Assistent zu sein? Assistent? Ah, nein, ich. Verstehst du, ich muss mit einer Vorspeise für Lord Orochi fertig werden. Lord Orochi verspeist heute sein menschliches Opfer. Bitte, du wirst es auch nicht bereuen. Warte, warte, ich bin nicht gekommen, zu helfen, weißt du? Wie soll ich es sagen? Meine Fahrwörter macht es, du das, Schätzchen. Es ist einfach so, dass ich da ein kleines Problem habe. Ich bin schon fast fertig, siehst du? Und mir sind meine geheimen Zutaten ausgegangen. Ich könnte alles ohne sie fertigstellen, aber dann würde ich nicht mit ganzem Herzen meinen geliebten Gericht zubereiten. Geliebten? Ich kann deine Liebe zum Detail verstehen. Ich meine, die Qualität leidet, wenn man nicht mit ganzem Herzen bei der Sache ist. Jeder Künstler weiß das. Auf jeden Fall kannst du auf mich zählen, Futterchef. Sehr großartig. Es gibt vier geheime Zutaten, die du mir bringen musst. Und jetzt pass auf. Wir können halt irgendwo in der Mondhülle gefunden werden. Los geht's. Ogerleber. Lippen aus Eis. Augapfel aus Feuer. Schwarzdämonhorn. Hast du alles verstanden? Dann werde ich mich auf dich verlassen. Hätte ich ja beinahe vergessen, nimm diesen Schlüssel mit. Nun bist du dran, Schätzchen. Kann ich hier speichern? Ich kann hier speichern. Gott sei Dank. Na, es hat wieder Angst. Ja, schön, hier kann ich wieder nichts machen. Ach doch, es geht auf, okay. Pass auf, wo du hintrittst. Pass auf, wo du hintrittst, Feldknäuel.
Ja. Ach. Hä? Warum spuckt die mich denn nach unten? Okay, hier kann ich stehen. Ist das euer Ernst? So klappt das jetzt nicht? So. Und noch ein Teufelstor. Yay! Jetzt komm, warum malt der jetzt wieder nicht? Ogerleber. Bäh. Die kann ich wieder kaputt machen.
kurze Landung. Zerbrechlich, also Vorsicht. Ja schön, hier komme ich nicht weiter. Verflucht. Aber offenbar sterbe ich hier unten nicht. Hier ist nur ein weiteres Tor. Kein langweiligen Arbeitsweg hier vorstellen. Wenn ich Signal höre, dann öffne ich die Klappen an der Wand. Wenn man mir sagt, dass ich sie schließen soll, mache ich sie aus, Tag ein, Tag aus. Für nichts weiter als eine kleine Schraube im Getriebe. Ist egal mit dem Bambusspiegel. Okay, jetzt muss da wieder Wasser in den Bambus. Soll ich rein, ja? Bin mir nie so sicher mit der Sache.
Aber mich fragt ja keiner. Ui. Kann ich die kleinen auch kaputt machen? Kann ich. Okay. Ach, die spuckt mich hoch. Okay. Ja, reicht dann jetzt auch. Mein Gott. Ja, okay, er will die Vorspeise haben. Okay. Wahrscheinlich muss ich doch in das Loch da unten rein, oder? Hör dir das mal rein, irgendwie das Wasser auf den Grund, dieser gibt dich aus. Nicht einmal du hast da eine Chance, wenn du da reinfällst. Okay, also doch lieber nicht rein. Das wollte ich jetzt gar nicht. Nee, bleib mal wieder hier. Ach so, ich komme hier dann nicht mehr lang. Ah, und jetzt gehst du natürlich wieder runter, ist klar. Hier brauche ich noch einen Schlüssel.
Ups. Die Brücke nochmal kaputt gemacht und entweder wirst du schwerer als aussiehst. Mit deiner Macht wirst du wohl noch mit einer kaputten Brücke fertig. So. Hier ist die Küche. Aha. Schön. Da ist neulich ein besonderer Mechanismus in die Tür eingebaut. Jetzt ist es wirklich schwer, die Tür zu öffnen. Der Anblick, wenn jemand mit aller Macht versucht, die Tür zu öffnen, bringt mich immer wieder zum Lachen. Muss die alle vier wahrscheinlich gleichzeitig treffen, oder? Ich weiß nicht, warum das jetzt mittendrin immer wieder abbricht. Ach man, bin ich blöd. Ich kann doch. Moment. Warum bricht das ab? Ich halte R gedrückt. So. So funktioniert leider doch nicht so, wie ich es mir gedacht habe.
dachte, ich könnte so. Nee. Ja, schön, dass ich meine. Was? Funktioniert das überhaupt, wenn das da explodiert? Okay, nö. Hätte ja klappen können. Kann das ja gar nicht stimmen. Ich raff's nicht. Nee, es zählt halt nicht als gleichzeitig. Nö. Ja, wieso zählt das dann? Der hat doch gerade... Jetzt. Okay. Die Kälte jetzt ist irgendwie unheimlich. Ich wette, das sind Monster in der Nähe. Sei auf der Hut. Nie. Bloß nicht berühren, in welcher Art auch immer. Ah. Das sieht nach Feuer. Das
Dieser Phönix ist nur eine Statue, stimmt's? Ich meine, es sieht aus, als ob er jeden Augenblick abheben würde. Ach so, da in der Mitte muss noch einer hin. Okay, ja. Quelle alles Guten, unser aller Mutter. Hierher verbannt von den Kräften der Finsternis, habe ich viele Jahre in dieser Höhle verbracht. Die Zeit verging, aber ich war nicht in der Lage, mich zu befreien. Aber jetzt hat deine Macht den Fluch, der mich hier band, gebrochen. Ich, Murgami, Gott der Flammen, gewähre dir meine feurige Kraft. Brenne eine Quelle des Lichts in die dunkle Finsternis. Nicht gedacht, hier einen Pinselgott zu finden. Wir haben einen mächtigen Verbündeten genau zum richtigen Zeitpunkt gefunden. Murgami ist der am meisten gefürchtete Pinselgott. Seine Technik, die als Inferno bekannt ist, verwandelt beinahe alles in Asche. Wer soll unser erstes Opfer sein? Ich weiß, das Eis da drüben. Zur Armee, Inferno basiert auf der Macht des Feuers. Du musst von einer Feuerquelle aus einen Strich zeichnen. Die Kraft des Feuers wird auf den Bannestrich gezogen. Erzeugt ein Inferno. Taten zählen mehr als Worte. Also probier's einfach mal mit dem Eis aus. Ziehe einen Strich von der flammenden Statue aus zum Eis hin. Du hast es geschafft, Belknoll. Das war eine heiße Technik. Es wird vielleicht nur ein paar Schuppen von Orochi absenken. Es wird knusprige Monster aus deinem Untergebenen machen. Aha. Er kurbelt mich freiwillig hoch. Alter, bin ich tief unten. Aha, okay. Dann sind wir in der Küche. Euch kann ich doch bestimmt mit Feuer zusetzen. Thank you.
Lippen aus Eis. Ich muss noch mal speichern. Das wird mir hier zu bunt. Mehr als einer Game Zutaten gebracht. Du bist gut. Ich habe das einfach gewusst, dass du ein guter Assistent sein würdest. War doch gar nichts, aber wir können es ein bisschen eilig. Ogerlehrer und Lippen aus Eis. Zwei Sachen fehlen ihm noch, ne? Ich weiß jetzt zwar nicht mehr was, aber das Spiel wird es schon wissen. So, jetzt kann ich ja wieder zu der Brücke. Ich dachte, ich kann jetzt hier wieder irgendwie hochspringen. Ach so. Oh, fast. Kann ich hier schon irgendwas machen? Hier gibt es noch kein Feuer, ne? So. Nee, halt, ich muss ja, Ja. Und wieder ein Tor. Es war noch mit irgendwas mit feurig heiß. Ja, okay. Kann ich dich löschen? Mit Wind? Tatsache! Ja gut, ich hätte ihn jetzt natürlich auch sehr gut als Feuerquelle nehmen können, um den hier auszuschalten, ne? Mea culpa. Oh, ich vergesse immer, dass wenn ich von unten gegen springe, der mich ja auch weghaut.
Augapfel aus Feuer, genau sowas braucht man noch. Das Auge mitgenommen. Ein Schlüssel. Ja, toll. Wie kriege ich das Feuer an? Ja.